Kanoniere! Auf mein Zeichen, von links nach rechts beginnen! Feuer! Kanonen putzen! Also müssen wir hier vorne, Pikeniere hinten, der Pikeniere, zweier Reihe dahinter, Fahne nach vorn. Für einen Spaziergang zum Lehngut zur Stürmung, vorwärts, Marsch! Links lenken! Links lenken, geradeaus. Macht Helmut, gut, Helmut. Ihr rückt dann vor und wenn wir geladen haben, gebe ich dann Kommando Pikeniere nach hinten. Wir rücken dann ein Stück vor, also ihr braucht bloß zur Seite praktisch und rückt dann wieder rein. Und du musst sehen, dass du da vorne genug Abstand hast, sonst ist ein Loch drin. Okay. So, Musketen laden! Nein, 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 nicht so dumm einsagen jetzt. Reicht so schon. Pikeniere vorrücken, Fußball. So, Pikeniere zur Seite, nach links. Okay, reicht. Wir brauchen nicht nach hinten, Helmut. So, Musketiere. Nee, ruhig haben wir gelernt, gibt es nicht. Okay. Musketiere, vorrücken, 10 Schritt. 1, 2, immer Doppelschritt. 3, 4, 5, scheiße, 2, 6, 7, 8, 9, 10. Das geht schon fertig machen. Anblasen, Prüfdielen, Pfanne. Pfanne öffnen. Gib. Oh! Alle raus. Pikeniere vor. Laden! Ich habe in Hohenroda gelernt, durch die Formation gehabt, die ist ja ein Platz, also mache ich das jetzt. Dann gehen wir nach links und vorne rechts. Nee, nee, geht einfach nach rechts, sonst gibt es Gas. Fertig geladen. Pikeniere zur Seite. So, 5. Nee, okay. 3 Schritt vorrecken, das ist doch mein Zustand. 1, 2, 3, Pikeniere. Raketen fertig. Leg an. Pann auf. Gib. Hör. So, Pikeniere. Vorrecken. Wir machen das so.
Rechts in Linie stellen, nicht wieder dahinter. Rechts, rechts, rechts stellen muss. Anziehen. So. Runter. Legt an, Fahne auf. Fahren an die linke Seite. Degen oder Bajonett. Ja, oder was auch immer. Kann ich gleich drüber sein? Nö. Sturmangriff, Degen oder Bajonett. Meter noch. Oh Mann, dann nimmt der Musket nach vorne. Egal. Da bin ich tot. Oh, ich bin alt. So, okay. Ich gebe Kommando, Schrittkommando. Sturmangriff, also die Hinnahme bitte. Und links, 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 links. Das sieht aber frei, wie er ausgibt. Man muss aber links schwenken. Im Laufschritt! Vorwärts! Oh, halt auf! Wir wollen raus! Fertig! Kanoniere! Auf ein Zeichen! Von links nach rechts beginnen! Feuer! Es ist gut, wenn Handgeklapper ist. Aber bis zum nächsten Mal, dann sehen wir uns wieder. Ungesüßt sein, aber lieber was Süßes dazu essen. Der Kekslein, der Kaffee, kein Zucker, nur Rehbraun. Unser sächsischer Kaffee hat verschiedene Variationen. Muss ja nicht Jakobs Krönung sein, wir können auch einen Gipfel von Rondo nehmen. Oder dergleichen anderes. Das ist und schön Rehbraun mit einem schönen Stückchen Dresdner Eierschecke. Jo. Oder wir leisten so meine Schwarzwälder Kirschen. Ja? Madame, ihr nickt so zustimmend. Man kann von der alten und neuen Zeit jederzeit etwas lernen. Als Zeitreisender ist man eh mit allen Wassern gewaschen. Ich bedanke mich als der Ehrenfried Walter von Tschornhaus, also Sächsische Universalgelehrte, der maßgeblich die Grundlagen zu den Forschungsarbeiten der Porzellan-Nacherfindung und Herstellung. Böttger hat ein wenig dann an der Ehre sich alles eingeheizt nach meinem frühen Tode 1708, kurz vor dem Durchbruch, nachdem das Böttgersteinzeug, weinrot, aber noch porös oder rau, der Glanz kommt dann ein, zwei Jahre später. Durch unsere sächsische, chinesische Erde, genannt Kaolin. Nun denn, ich muss mich um meine Brennspiegel kümmern, sie polieren, dass wir weiter die hohen Temperaturen halten können für diese Schmelzprozesse. Ansonsten, ihm ist die Kehle trocken und das Tempo sollte nicht stocken. Drum auf, hinan an die Tränke und Schenke. Nein, du hast keine Krone. Achtung, ich komme. Ja.
Reisende sollte man nicht auffallen. Ich muss leider heute auch noch weiter reisen. Ich habe jetzt die Kanoniere aufgerufen, sich zu ihren Kanonen zu bewegen, um zu laden, um eine Schießvorführung zu zelebrieren. Liebe Gäste, den Kindern bitte die Ohren zu halten. Es wird jetzt gleich laut. Kanoniere auf mein Zeichen. Mit einmal Feuer. Kanoniere nachladen. Kanoniere auf drei. Eins, zwei, drei. Das hat geklappt. Aber das ist so, wenn in der Sonne steht, dann ist man dann doch nicht so irgendwo als Ziel bekannt. Ja. So, das war's für heute erstmal. Jetzt, in der nächsten Stunde. Und aufwärts bis zu ungefähr 1670, 1675 Strecke. Wenn du da anfängst, dann kannst du nicht mehr weitermachen. Nein, das soll da bleiben, das haben wir doppelt gehabt. Wissen Sie, hättest du dich für so ein Zeug interessiert? Wenn du das mal brauchst, ich hab's so schon noch. Ne? Wenn die Bergmanns-Uniform dann auch noch nähen muss. Gibt's sowas? Wie willst du Bergmanns-Uniform nähen? Nein! So warm du. Schnö. Feuchtsauna. Aber ich darf nicht so rumlaufen hier in der Sauna. Können die aber zieht keine Miene. Was rennst du? Rennst du mit diesem Gerät hier rum? Kriege ich Gage? Wolltest du mich mal vorstellen? Du musst ja nicht das schwere Zeug anziehen. Aber ja nicht mit der Helm, also wenn das richtig runterprasselt. Macht sich die Lederkotte gut? Einwandfrei. Ich meine, du schwitzt ein bisschen natürlich, aber dir läuft nicht der Schweiß runter. Das ist irgendwie mit dem Helm. Also. Nö, durchaus bequem. Ja gut, doof ist es, wenn es lange stark regnet. Wenn das Ding dann nass ist, ja, dann hast du auch schon gezählt. Aber ansonsten. Ja. Nee, ich versuche mich immer leicht belopft loszunehmen, damit da ja nicht zu viel. Weil. Ja, also. Was fandest du denn? Ich hoffe, das ist ein bisschen. Und. Er ist jetzt vor dem Geburtstag und so eher erstmal nicht dafür, dass ich mir noch irgendwas großartig hole. Er ist halt wegen Geburtstag entspannt und jetzt noch das Auto und muss noch alles wieder fertig machen. Muss ich noch die Bremsleitung neu machen. Ölwand. Ich denke mal, morgen werden wir endlich nochmal mit der Kanone schießen. Dann kann ich es auch so machen wie Karl. Da schütte ich es bloß auf die Schaufel drauf, weil ich will es ungefähr das machen. Läufst du heute die ganze Zeit schon damit rum? Du hast eindeutig Langeweile. Ja.
Der läuft schon seit fast den ganzen Tag mit dem Ding hier rum. Ich wüsste nicht, warum die Batterie so lange hält. Ja, was war das? Subsi und Bobby. Und wie sei er versucht, auch die authentische Sache noch zu kriegen. Ich denke mal, das wird im Laufe der Zeit kommen. Also. Ne? Genau. Ja. Verdämmung ist das, für die Kanone. Du mit Mehl verdämmen. Das ist eine kleine Technik, die man selber beigebracht hat. Und das ist Mehl, normal Mehl. Zugemacht, ja, damit es ein bisschen stabil bleibt. Ja, dann kann ich mir das hier oben rausziehen. So. Oh. Das nimmt alles so noch auf. Ach so, das ist ja, jetzt, schlimm, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, dass ich bestochen worden bin. Ja, die Verwendung. Aber, warst du schon mal vorne hier? Genau. Ja, die machen so ein bisschen Einarbeit und so. Ja. Da schon hier dort bei Lichtschutz. Nee, die haben gegessen. Ach so, war beim da warst du beim Essen. Ja, ja, Die Rüstung machen aus. Ne, und da kommt auch von der Stelle aus. Ja, ja. Ja. Oben kann man einfach machen. Das ist ein bisschen ein Warte mal, da muss ich hier oben gut machen. Wir haben hier eine Kanone stehen, die frisch gefertigt wurde, ihren Kontrollbeschuss durch hat, ihre erste Bewährung schon bestanden hat. Aber ihr fehlt noch der Name. Wir könnten jetzt auf Vorschläge im Publikum gehen. Kanonen kriegen meistens weibliche Namen. Katharina! Xantippe. Xantippe war ein böses Weib. Sie schlug den Sokrates aus Zeitvertreib. Aber es tauchte der Name Elinore auf. Wie das weiter zu reimen ist, mag sich jeder selbst denken, dieses schöne Stück soll auf den Namen Elinore getauft werden. Wir können sie leider nicht fragen, ob sie damit zufrieden ist. Wir gehen davon aus, sie wird es sein. Elinore, ich stoß mit dir an. Frauen sind sowieso eine besondere Vorliebe von Männern. Manchmal. In der heutigen Zeit ist es ja immer ein bisschen kompliziert. Also, höre auf den Namen Elinore, mach deinen Besitzern viel Freude, den Gegnern bring das Fürchten bei und bleibe wohlbehalten beieinander und kämpfe immer auf der richtigen Seite. Dreimal Elinore. Und jetzt einmal Sekt drüber noch. Erst Sekt. Schiffe kriegen auch die Flasche. Ihr könnt schon mal Zündkraut reinmachen. Ja, ich kann nicht, dass ihr da. Ja, da. Ja, bitte. Ja, das kein gutes Omen. Ein, zwei, drei. Oh, yeah. Ja. Elinore hat einen Schädel, aber wer hier dreimal was auf die Nuss haut. Du hast auch dreimal gestoßen, Anna. Also ihr fehlt dann ein bisschen Courage. Das ist ein Familienmitglied. Geh herzlich mit dir um. So, ich bitte darum.
dass Elinore jetzt antworten mag. Gut, tschüss. Warte! Wer mag, kann jetzt diese Mädel küssen. Aber nur die Männer! Doch! Doch, die Leon. Gut. Saufet, saufet, feiert wieder, stehet auf und feuert wieder. Alles klar, Kanoniere. Von links nach rechts, beginnt Feuer. Grün! Wie nennt er noch Katze? Geht nicht! Ne. Ja, nicht klar, ist doch ein bisschen verlassen. Verdammt. Ah, falsch, ja. Ja, da müssen wir alles abgeben. Mögen da. Ah, Mann!